Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute soll es mal um, ich habe ja schon den Community-Tab gefragt, ob ich dazu noch ein Video machen soll. Ja, war die Mehrheit, glaube ich, 80% haben ja gesagt, zu das Filmbörse neues Thema. Dazu kommen wir gleich. Wie gesagt, ich habe da eine Umfrage gemacht. Soll ich dazu noch was sagen? Terrifier 2 ist gerade in aller Munde und das Video, was ich gemacht habe damals von Terrifier 2 mit die Vorbestellung und etc. oder ich habe ja da schon zwei, drei Videos, meine ich, gemacht. Ist ja super angekommen bei euch und ja, auch jetzt das, was ich gemacht habe mit Terrifier 2 mit Medienversand, hat euch auch sehr interessiert. Deswegen habe ich gesagt, mache ich hierzu nochmal ein Video. Und ich wollte mal meine Meinung auch dazu äußern. Ja. Und zwar als erstes habe ich mir hier aufgeschrieben, das ist auch ein Thema, das hat aber jetzt nicht direkt was zu tun mit der Filmbörse Neuss, und zwar der Movieloo hatte sich ja wo gelöscht gehabt, also soweit ich weiß. Der Kanal war auch weg. Mittlerweile ist er wieder da, aber es sind, glaube ich, nur noch 7 Videos auf dem Kanal. Warum, weshalb, kann ich euch nicht sagen, aber das ist mir nur aufgefallen, dass er seinen Kanal erst gelöscht hatte. Oder ob er den blind gestellt hat. Ich weiß, ich kenne mich da nicht aus, ich habe es noch nicht gemacht. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass er seinen Kanal, ich sag mal, blind gestellt hat. Weil löscht hat er den auf jeden Fall nicht, weil sonst wäre er nicht mal jetzt da mit 1700 Abonnenten. Ja, aber jetzt ist er wieder da. Aber es sind nur 7 Videos. Keine Ahnung. Das dazu. Und ja, dann war ja das heiße Thema. Ich wollte trotzdem meinen Senf noch dazugeben. Filmbörse Neuss. Ja? Ihr wisst alle, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe das Video von Mubilu nicht mehr gesehen, wo er da gefilmt hat. Ich glaube, ich habe nur das ein oder zwei Videos habe ich nur gesehen. Ich habe das vom, glaube ich, vom Filmfloh geguckt, wo er da war, und da hieß das ja auch mit dem Thema mit Terrifier 2, dass die Mediabooks da für 85 bis 120 € verkauft wurden. Das Ding ist halt, die Händler haben das zu dem Normalpreis eingekauft. Wie viel das ist, kann ich euch auch nicht sagen. Aber ich nehme an, 20 bis 30 €, die wollen ja was verdienen, ich weiß es nicht. Also ist nur meine Schätzung. Das Ding wird ja Normalpreis 40 bis 50 €. Wenn sie sagt, dann kommen 50 €, ja. Ich glaube, da hätte keiner was gesagt. Ich glaube, da wäre jeder der Letzte, der dann gesagt hätte, wenn Normalpreis 40 bis 45 und dann verkaufen sie es für 50. Aber das geht gar nicht, finde ich. Also das ist Betrug am Kunden. Die verarschen die Kunden, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Die verarschen euch, weil die das zum Normalpreis gekauft haben und wollen euch quasi mehr Geld abknöpfen, weil das gerade beliebt ist. Jeder will es haben. Das ist nicht richtig, sowas. Also ich finde, das ist unter aller Sau. Kann man nicht anders sagen. Das ist unter aller Sau, was die da machen. Dass man dahin zerstört mit den Bootlegs und so, das mal noch außen vor. Ob das alles richtig ist, dass da Kinofilme liegen, das habe ich jetzt gar nicht hier stehen, das ist mir jetzt nur eingefallen. Wie gesagt, jeder kann sich kaufen, was er will, ja? Aber dass da teilweise Kinofilme liegen, wo eh eine Blu-ray kommt. Ich meine, John Wick 4, Kokainbär, habe ich auch in Gruppen gesehen, dass das viele gekauft haben. Da kommt sowieso der John Wick 4 und den will ich ja dann in richtig geiler 4K-Quali haben. Ich meine, mit Avatar ist so ein Ding. Ich kann es verstehen, viele sind gehypt. Ich habe den auch nicht digital gekauft. Ich würde ihn auch noch mal gerne sehen, aber Disney bringt ihn halt nicht raus. Ist halt scheiße. Ich schreibe mir das noch mal kurz auf hier mit Bootlegs. Das hatte ich nämlich vergessen, ja. Ja, auf jeden Fall, die bringt den halt nicht raus. Kann man halt nicht machen, aber ich finde es trotzdem auch scheiße, dass es den auch schon mit der Digital gibt und auf Disc nicht. Aber jetzt habe ich wohl gelesen, dass das im nächsten Monat wo kommen soll. Ich soll wohl schon, wie ich gehört habe, welche schon gezeigt haben. Auf irgendwelche, was war es? Ach, auf die amerikanischen Walmart und was es nicht alles ist, dass du das schon vorbestellen kannst. Ja, keine Ahnung, ob das dann kommt. Mal sehen. Übrigens noch, guckt euch mal das Video vom Bundesfilmanstalt an.
Ich habe mich köstlich amüsiert, also wirklich. Das war der Hammer gewesen, da wo er da gesagt hat und alles. Hat, glaube ich, schon fast 3000 Aufrufe. Ich gönne sie ihm, also wirklich. Falls du das siehst, sei gegrüßt. Ich konnte nicht mal vor Lachen, echt. Wo er da gesagt hat, seid ihr deppert oder was? Mit so einem Preis zu verlangen? Ja, also es stimmt ja, man muss auch mal seine Fresse äußern. Ja? Wenn keiner was sagt, wenn alle nur nicken, ja, dann bleibt es ja so. Also, es ist ja wirklich so. Und ja, was habe ich hier noch stehen? Das wollte ich noch erwähnen. Medienversand hat mein Mediabook versendet. Ja, letzte Woche habe ich ja noch ein Video gemacht darüber, dass es nicht versendet wurde. Jetzt haben sie es versendet. Also alles gut. Ich denke mal, die meisten werden es jetzt auch kriegen. Hat sich das Thema auch endlich mal erledigt. Ja. Mal sehen, wann es dann kommt. Ob ich ein Unboxing mache, weiß ich nicht, weil die Großen haben es ja schon gemacht. Wollt ihr eins sehen, könnt ihr mal reinschreiben. Genau, und es ging ja auch hauptsächlich drum, ich nehme mal an, deswegen hat er seinen Kanal blind gestellt. Weil er das, also der Movilu hat das Mediabook gekauft von der Filmbörse für, was war's, 80, 85, so in den Dreh, ja. Und das hat halt viele aufgestoßen, weil damit zeigt man ja quasi den Händlern, oder beziehungsweise die kaufen es trotzdem, ja, dann ist es scheißegal, da können wir nächstes Mal auch 200 machen, so auf Deutsch gesagt. Bei Filmundo ist es, glaube ich, schon 1000 Euro, Mann. Also es ist ein B-Movie. Ich hätte nie gedacht, dass so ein Film, das ist, man kann sagen, wie man, ja, kam im Kino etc., das ist trotzdem Independent-Film, B-Movie, aber da hat so ein Hype, der Film. Also sachenhaft ist das, ja, also ich verstehe es wirklich nicht, ne? Und er hat es halt gekauft. Das Video war aber schnell weg und der Kanal ja auch weg. Das war, glaube ich, so am Montag. Und wie gesagt, das Filmbörse neues Video habe ich auch, konnte ich ja nicht gucken. Ich habe das Video dann nur bei anderen gesehen, das auspackt, wo er ausgepackt hat, bei, glaube bei Slane Wars. Und ja, aber und das hat halt viel aufgestoßen, dass man das dann trotzdem kauft für 80 Euro und dann quasi die Händler das noch zeigt, ja, wir kaufen es trotzdem. Und das unterstützt. Das hat halt vielen aufgestoßen. Ich kann es auch völlig verstehen, ja. Und auch so mit ich meine, die kaufen es zum Normalpreis. Warum macht ihr das? Also warum verkauft ihr das? Klar, ich weiß, warum das macht. Ihr wollt Kohle machen, weil das begehrt ist, das Mediabook. Aber das ist. Das hat nichts mehr mit den Händlern dann zu tun für mich, das sind Scalper. Also Scalper sind ja, dass die das schön einkaufen billig und dann schön für 100 Euro verkaufen, ja, was sie Gewinn machen. Ja. Aber ist nicht okay. Ich meine, ich wollte auch mal zu Filmbörse Neues, aber nach den Dingern muss ich es mir echt nochmal überlegen. Also ich wollte auch mal, ich war ja noch nie zum Beispiel auf einer Filmbörse. Ich war wirklich noch nie. Ja. Und ich wollte auch mal quasi mit einem Kumpel hin, haben uns das schon mal sogar ausgemacht, weil jetzt das 49-Euro-Ticket ist, etc., dass wir mal dahin fahren. Er wohnt ja da in der Nähe, ich nicht, ich wohne ja weit, viel, viel weiter weg, 400, 500 Kilometer entfernt. Und deswegen, aber, ja, mal gucken. Ja. Aber es ist schon scheiße, was die machen, wie gesagt, man kann es nicht anders sagen. Also das mal dazu, wollte ich euch nur mal sagen, wie gesagt, mit Movilu, der Kanal ist wieder da, dann Filmbörse Neues, die Preise, die gehen gar nicht. Bootlegs ist eigentlich auch ein No-Go, finde ich. Also, ich weiß nicht, mir wird es keinen Spaß machen, auch einen gebrannten Film zu kaufen. Es gibt natürlich auch Filme. Ich würde es nicht sagen, wenn ich was ich nicht machen würde. Also, dass ich es nicht machen würde, so rum. Zum Beispiel Tomorrow War mit Chris Pratt. Den habe ich ja auch nicht in der Sammlung. Gibt es ja auch nicht, nur bei Amazon Prime. Der ist ja auch von Paramount. Ich habe gedacht, der kommt mal irgendwann raus. Aber bis jetzt kam er nicht raus. Ja, wie gesagt, dann ging es halt drum, Movilu hat sie gekauft und ja. Und Medienversand hat mein Mediabook versendet. Das waren quasi die Themen hier in dem Video. Wenn ich euch noch irgendwelche Anregungen dazu einfällt oder was sagen wollt, schreibt es unten rein, wie ihr dazu steht, ja. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich denke mal, ihr werdet mir da recht geben, weil das ist ein No-Go. Also, vor allem, wenn man das noch zum Normalpreis eingekauft hat. Als Händler noch vor allem, als Händler, ja. Jemand, der das dann verkauft, das ist wieder dahingestellt. Aber ich meine, diese Auflage, war die nicht so extrem hoch, wo noch Christian von Nemes gesagt hat, 999 Stück pro Cover, was ja wirklich viel ist. Es gab 6, 7,
ich bin jetzt nicht sicher, 6 Cover und ein Doppelfeature oder 7 Cover und ein Doppelfeature. Ich weiß nicht, ich sag mal 7 Cover und ein Doppelfeature. Die waren alle weg, ja. Und dann auf Filmbörse Neues liegen die tonnenweise runter vom Händler, ja. Ja, das mal dazu. Wollte ich euch nur mal quasi darüber berichten, über diese Neuigkeiten. Wie gesagt, vielleicht wird es bei euch bei Medienversand auch versendet. Aber ich habe heute die E-Mail bekommen, die meisten auch, Freunde von mir. Und ja, deswegen denke ich mal, wird es bei euch auch, wenn nicht, dann morgen versendet. Ja. Ja, das dazu und das soll es auch schon für das Video gewesen sein. Wie gesagt, Anmerkungen, Anregungen unten rein. Und da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Freunde, und ciao.